Ich befinde mich jetzt im Mauritshuis, gemeinsam mit den großen Meistern der Niederlande, wie Vermeer, Rembrandt, Steen, Fabricius, Van Hulsdonk, Rubens, Hals. Zugegeben, das sind jetzt alles nur Männer. Deswegen möchte ich jetzt erstmal das Mädchen mit dem Perlenohrring sehen. Man nennt sie auch die Mona Lisa der Niederlande. Hier haben wir es. Meise mit der Perle. Ich würde mal übersetzen, die Perle mit dem Ohrring. Und ich frage jetzt den Chef dieser Sammlung, Edwin Boysen, schön, dass Sie extra gekommen sind, was macht die Faszination dieses berühmten Gemäldes aus? Das weiß ich auch nicht. Das genau. Wissen Sie auch nicht? Nein. Es ist ein sehr geheimnisvolles Gemälde. Das Mädchen guckt uns an, sie will etwas von uns, aber wir wissen nicht genau was. Wie ist das Bild denn in diese Sammlung gekommen? Es ist gekauft auf einer Auktion am Ende des 19. Jahrhunderts für 2 Gulden. 2 Gulden? Ja. Ha, ja, ja. Ist ja heute bestimmt der doppelte Wert. Ja, ja, bestimmt. Mindestens. Ja. Das ist die berühmte Anatomiestunde von Dr. Tulp. Das war ja damals auch nicht so einfach, Menschen aufzuschneiden. Da war die Kirche dagegen, das durfte man eigentlich nicht. Nein. Aber es war gestattet, wenn es um Kriminelle geht. Ach, dann ging's. Dann durfte man dran rumschnibbeln. Ja. Ah ja, und was sind das hier für Menschen, die das betrachten? Das sind Chirurgen von Amsterdam. Und der Hauptchirurg ist Dr. Tulp, der Mann mit der Hut. Und es ist ein Porträt, aber auch eine Geschichte drin. Mhm. Ja. Rembrandt eben. Ja. Wir haben den Namen schon erwähnt. Ja. Gehen wir doch mal hin. Herr Boysen, es gibt ja sehr viele Selbstporträts von Rembrandt. Ja, ja. War der Mann ein bisschen eitel? Ja, ein bisschen. Aber es hat auch eine andere Deutung. Man kann die Expression des Gesichtes am besten bestudieren, wenn man selbst im Spiegel guckt. Er war also ein eigenes Model. Ja. Nicht? Und jetzt wollte ja Rembrandt eine Geschichte erzählen. Was erzählt er denn hier für eine Geschichte? Er spielt hier auch eine Rolle. Er ist nicht sich selbst, sondern er trägt Kleidung, alte Kleidung, eine Hut, die ist orientalisch. Und was er trägt, ist Kleidung des 16. und nicht des 17. Jahrhunderts. Mhm. Ja. Aber die berühmteste Geschichte, danach werden Sie natürlich fragen, ist ja die Nachtwache von Rembrandt im Rijksmuseum in Amsterdam. Das ist das Schöne an Holland. Eine Autostunde entfernt haben Sie sogar das noch.